Eine neue Lehrlings-App, die in Zusammenarbeit mit dem Josef-Heysohn-Ausbildungszentrum des BFI Niederösterreich und der Arbeiterkammer entwickelt wurde, wurde dieser Tage vorgestellt. Auch wir waren mit dabei, um uns diese App genauer anzusehen. Mit der Web-App MeinLabBuddy wird die Möglichkeit geschaffen, sich auf eine bevorstehende Lehrabschlussprüfung vorzubereiten. So kann spielerisch gelernt werden. Die Idee ist mitten in der Pandemie entstanden. Sowohl auch in der AK Young Hotline als auch im Jugendreferat des ÖGB Niederösterreich kamen zahlreiche Anrufe. Die Lehrlinge beklagten sich, dass sie Angst haben, dass sie die Lehrabschlussprüfung nicht absolvieren können. Gestartet wird mit den Lehrberufen der Metalltechnik, Maschinenbautechnik, Metallbau und Blechtechnik sowie Zerspannungstechnik. Wir gehen auch hier die neuen Wege und passen uns an die neuen Herausforderungen als BFI an. Wir haben eine lange Tradition bei der Unterstützung Jugendlicher am Weg zur Lehrabschlussprüfung. Wir haben schon traditionelle Kurse mit Anwesenheit. Aber in der neuen Zeit müssen auch wir reagieren und wollen wir reagieren und haben reagiert und haben jetzt mit diesem App und mit dieser Möglichkeit zu Hause und sehr flexibel sich auch vorzubereiten und ständig abzutesten, wie weit bin ich denn und bin ich schon bereit auch, und bin ich am richtigen Weg, wollen wir hier eine neue Möglichkeit und eine neue Form anbieten und ich denke, es ist uns sehr gut gelungen. Man übt die Prüfungssituation mit einem Probequiz, wo per Zufall die wichtigsten Fragen gefiltert werden. Die Jugendlichen haben immer das Handy in der Hand, also entweder in der Hand oder in der Hosentasche und es ist einfach mobil. Man setzt sich draußen hin, ach, ich lerne gar, ich habe schnell 5 Minuten, 10 Minuten, ich schaue mir das nochmal schnell an, ich habe die Zeit. Es ist transparent, es ist kein Umweg, irgendwo hinzugehen oder kein Kostenaufwand. Man kann auch mit Lernvideos, auch das ist wichtig, ja, ein Lernvideo anklicken, wo dann jemand mir zeigt und auch mit mir spricht, ja, wie es umzusetzen ist, wie ist die Prüfungsfrage gemeint, welche Module kann ich abrufen und Lektionen ganz einfach zu üben für die Lehrabschlussprüfung. Was wichtig ist, man versucht auch ein bisschen die Angst zu nehmen, ja, auch ein bisschen Inhalte zu zeigen, was passiert eigentlich bei einer Lehrabschlussprüfung. Und das Wesentliche ist, dass es örtlich, zeitlich oder sonst irgendwas nicht begrenzt ist, sondern die Möglichkeit, ob ich meine Hände mit habe, wo ich meine App habe, dass ich das auch tun kann. Gerade bei jungen Menschen ist es Standard, dass man sich in der virtuellen Welt bewegt, dass man Apps downloadet, dass man sich hier vom Handy, vom Laptop, wo immer man ist, sich bewegt und deshalb haben wir auch zur Vorbereitung für die ganz wichtige letzte Abschlussprüfung einer dualen Berufsausbildung, nämlich bei der Lehrabschlussprüfung, diese App zu entwickeln, wo Jugendlichen die Möglichkeit gegeben ist, ortsunabhängig, zeitunabhängig sich vorzubereiten, mit Lernvideos umzugehen, zu schauen, welche Fragen gibt es. Es gibt ja über 1000 Prüfungsfragen, die wir einzeln und zufälligerweise dann in einem Paket zusammengewählt wird. Und was wichtig ist, ich muss nicht am Stück alles bis zum Ende machen, sondern es bleibt der Stand natürlich bestehen. Und wenn ich dann 2 Tage später wieder einsteige, arbeite ich von dem aktuellen Stand weiter. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Instrument, sich bestmöglichst vorzubereiten. Wie war denn hier die Zusammenarbeit auch mit der Arbeiterkammer? Ja, hervorragend wie immer. Wir sind ja ein Institut der Arbeiterkammer und des ÖGB Niederösterreich und wir arbeiten sehr viel zusammen, sehr eng zusammen und gerade hier haben wir natürlich auf die Experten der Arbeiterkammer zurückgreifen können, auf die jahrzehntelange Erfahrung, die die Arbeiterkammer und der ÖGB auch bezüglich Lehrlingsausbildung und Facharbeiterausbildung haben und das war eine tolle Zusammenarbeit und das Endergebnis kann man ja heute hier sehen. Schon bald sollen die Lernfragen der Lehrberufe der Elektrotechnik eingespielt und Zug um Zug um alle weiteren gängigen Lehrberufe erweitert werden. Wie hoffen Sie denn, dass sich diese App weiterentwickelt? Es ist ja noch geplant, dass man hier weitere Lehrberufe integrieren wird mit der nahen Zukunft. Genau, einfach von der Expertise der Ausbildnerinnen, der Berufsschulen wollen wir sie mit ins Boot einbinden, dass wir dann die mehreren Lehrberufe auch hineinzubekommen in der App. Wir gehen davon aus, dass sie erfolgreich sein wird, denn wir kennen die Jugendlichen von heute und wissen, dass sie viel leichter, lieber digital agieren und sich auch flexibel vorbereiten können. Man erspart ihnen genaue Anwesenheitszeiten, sie müssen keine Wege mehr, sie müssen nicht pendeln oder zu uns kommen, sondern sie können von zu Hause aus lernen. Und das gibt natürlich eine gewisse Flexibilität zum einen und zum anderen wissen wir ja auch, dass hier oft sehr
eine gewisse Reserviertheit da ist, dass man ja sich einmal selbst überzeugen will, wie weit bin ich denn mit meinem Lernfortschritt und kann ich denn schon etwas, bevor man es dann auch anderen beweist, ob man das kann oder nicht.